Ich mag an Sylt besonders die Vielseitigkeit. Also du kannst hier ganz viel Trubel, Klimbim und Halligalli haben. Du kannst aber auch ja, der einsamste Mensch am verlassenen Strand sein. Also du hast hier einfach alles, finde ich. Und ich finde, dadurch hat die Insel einfach für jeden irgendwie ja, das Richtige dabei. Und ich liebe natürlich ja, die Natur und die Nordsee und ja, diese wilde Brandung, aber genauso auch die ruhige Wattseite. Also ich finde, Sylt ist so eine Insel der Kontraste. Ich bin im Schnitt so eine Woche im Monat auf der Insel, manchmal auch öfter, manchmal eine Weile nicht. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie es gerade in meinen ja, Arbeitsplan passt, aber ich versuche schon wirklich ja, jeden Monat ein paar Tage hier zu sein. Das Sylt-Fräulein gibt es jetzt seit Mai 2018, also da ist der Blog online gegangen und mittlerweile haben wir bei Facebook und Instagram jeweils so 35.000 Fans, also 70.000 dann zusammengerechnet und ja, im Monat 100.000 Seitenaufrufe, was mittlerweile für mich eine riesige Zahl ist. Ich mache auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Fotos. Das heißt, von den Räumlichkeiten mache ich Bilder und meine Kollegin Sina macht Videoaufnahmen. Es wird auf jeden Fall immer was gegessen, denn ich kann ja nicht über ein Restaurant schreiben, wenn ich da nichts gegessen habe. Und ich möchte natürlich auch mehr über die Inhaber und Menschen erfahren, die in den Restaurants arbeiten. Deswegen führe ich dann Interviews und mache natürlich auch Fotos von den Personen. Ja, also das ist immer so, dauert immer so 1 bis 2 Stunden im Schnitt. Also meine typischen Aufgaben finden viel im Social-Media-Bereich statt. Ich beantworte Nachrichten und Kommentare und poste jeden Tag was und gucke, dass es gibt so eine Sylt-Gruppe, dass die alle sich gut verstehen. Und dann mache ich Fotos auf den Termin und schreibe auch hier und da mal einen Beitrag. Und vor allen Dingen die Videos, das ist mein Bereich, die mache ich und schneide ich. Ja, also ich glaube, viele sehen immer nur das Foto und den Moment, aber der Weg vom Besuch bis zum Beitrag, das sind eben mehrere Arbeitstage. Ja, der ganze Aufwand hinter so einem Beitrag ist eben nicht zu unterschätzen. Man macht teilweise 400 bis 500 Fotos, die müssen gesichtet und bearbeitet werden. Die Texte müssen geschrieben werden. Da lege ich auch sehr viel, ja, Herzblut rein und am Ende arbeitet man viele, viele Stunden an diesem Beitrag. Und wenn man am Tag 3 bis 4 solcher Termine hat, dann ist man irgendwann auch nicht mehr so aufnahmefähig und empfindet das dann schon auch als anstrengend, obwohl es natürlich Spaß macht und ja, nicht selbstverständlich auch für mich ist, dass ich das alles so erleben darf. Ich finde meine Position tatsächlich ganz gut, also dass ich jetzt so eher so im Hintergrund so ein bisschen zuarbeite, obwohl das auch mehr und mehr gar nicht mehr so ist, weil gerade bei Fördefräulein sind wir auch das Team Fördefräulein und ich bin auch immer öfter zu sehen. Aber so an sich finde ich es gar nicht so schlecht, weil Finja hat schon noch mal hier und da ein paar andere Aufgaben. Sie ist ja diejenige, die es immer noch mal abchecken muss, bevor es überhaupt veröffentlicht wird. Es gibt noch so viel auf der Insel, was nicht auf dem Blog vorgestellt wurde und so viele ja, interessante Geschichten, dass es da auf jeden Fall im nächsten Jahr noch nicht an Futter mangeln wird, sodass es da auf jeden Fall auf allen Kanälen weitergehen wird.